Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir sind hier schon wieder im Alchemie-Laborgebäude, wie auch immer. Und bei Nana habe ich mich entschieden, jetzt doch nochmal einen großen Heiltrank zu kaufen. Denn ich habe mich mal schlau gemacht und man kann ihn entweder selber machen mit einem Rezept, was wir nicht haben. Keine Ahnung, wo man das herbekommt, also weiß ich nicht. Oder man kann es klauen, weiß ich auch gerade nicht wo und will ich eigentlich auch nicht. Und ja, und die dritte Möglichkeit ist einfach kaufen. Und auch wenn der Schweine teuer ist, mit Rabatt. Ich weiß nicht, ob ich nach Karts Verrat je wieder einen neuen Lehrling aufnehme. Kaufen wir den jetzt dann trotzdem, den großen Heiltrank für 985 Goldstücke. Ja. So. Nehmen werde. Das beweist mal wieder, dass wir Gnome lieber unter und wiedersehen. So, und jetzt haben wir Brücke bauen mit Herg Artwald sprechen und ich habe mich nicht getäuscht, in dem Sinne, draußen ist tatsächlich unsere Feie nicht mehr, aber sie ist einfach nicht mehr, weil die beiden sind wohl ins Gasthaus gegangen und ich weiß überhaupt nicht, wo das Gasthaus ist, wenn ich ehrlich bin. Wir haben hier das Alchemie-Ding und ich weiß nicht, ob das der Laden ist, wo die sind. Nee, es wird mir hier angezeigt. Waren wir da vielleicht auch noch nie drinne? Bin ich noch... Das war doch, das war ganz am Anfang, ne? Wo ich im Gasthaus war. Ich glaube, ich muss hier nur so mal so eine Runde drehen. Ich laufe mal ein bisschen schneller hier. Ach, hier war noch eine Truhe. Ja, das nehme ich mal alles. Geht nach Sonnenuntergang, nicht nach draußen. Ja, ja. Irgendwie müssen wir ja aber auch trainieren. Und noch eine Truhe. Ach so. Okay, nix da für uns. Müssen wir hier... Ja, stimmt, hier waren wir ganz am Anfang. Hier ist das Gasthaus. Alles klar. Und da soll sich gerade um die kranke Feier gekümmert werden. Und laut unserem Kringel können wir dann ihr oben wahrscheinlich auch, wenn das oben ist, wo wir hin sollen. Kann ja sein, dass hier bei den Betten, dass sie hier liegt. Was tatsächlich ist denn? Da liegt sie und da kümmert er sich hier. Herg Artwald, gib ihr mal den Trank. Entfernt, großer Heiltrank. Ihr habt es geschafft. Und gerade noch rechtzeitig. Gebt mir den Trank. Er wird helfen. Aber das reicht nicht. Jemand muss zu den Feien gehen und ihnen erklären, was hier geschehen ist. Ein kleines Missverständnis. Und die Feien betrachten uns nicht länger als Fremde, sondern als Feinde. Das wäre natürlich blöd. Warum ist das Mädchen wichtig? Was können wir tun? Ich gehe zum Haus der Balladen. Sie ist ein Mitglied des Hauses der Balladen, dem legendären Hof der Feienhelden. Das sind unvergleichliche Krieger, die ihrem Namen über Jahrhunderte enormen Ruhm gebracht haben. Würde einer von ihnen von einem Sterblichen getötet, würden das Haus der Balladen und sein König gnadenlos Rache nehmen. Nach einem Tag wäre Gorhard nur noch eine Ruine. Das wollen wir ja nicht. Was können wir tun? Ich bin noch nicht ganz sicher, aber das ist gefährlich. Sie ist eine Feie. Und schlimmer noch, eine Ritterin aus dem Haus der Balladen. Feien töten einander nicht. Es muss also jemand aus Gorhard gewesen sein. Wenn das Haus der Balladen davon erfährt, wird sein König Gorhard niederbrennen. Sie betrachten alle Sterblichen als Eindringlinge. Wir könnten zu den Kriegsgeweihten gehen und einen Schutzeid anfordern, aber dafür müssten wir bezahlen. Wir dürfen die Sache nicht vertuschen, aber wem sollen wir davon erzählen? Ja, ich mach das schon, aber ist ja auch kein Wunder. Hier in Gorhard reden alle voll Scheiße über die Feien. Würde ich eine von denen sein, dann würde ich auch alle als Feinde betrachten. Und natürlich war das dann einer von denen hier, der sie angegriffen hat, die Schweinebacken hier in Gorhard. Ja. Hat man ja gemerkt, wie die alle immer reden über die. Ich gehe zur Kriegsgeweihtenfeste, ich gehe zum Haus der Balladen. Wir könnten zu den Kriegsgeweihten gehen und einen Schutzeid anfordern, aber dafür müssten wir bezahlen. Wir dürfen die Sache nicht vertuschen, aber wem sollen wir davon erzählen? Wo gehe ich denn jetzt dann mal hin? Gehe ich da einfach hin zum Haus der Balladen oder gehe ich jetzt zum Kriegsgeweihtenfeste? Was mache ich denn jetzt? Was macht man denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich will mal zum Haus der Balladen gehen. Ihr erweist euch als überaus hilfreich, meine Liebe. Ich bin euch sehr dankbar und werde für eine angemessene Ehrung sorgen. Gerüchten zufolge liegt das Haus der Balladen gar nicht weit von hier, in Glendara im Nordosten. Vielleicht gewährt man euch ja Einlass. Ich habe das jetzt auch genommen, weil ich meine, wir wollten da doch sowieso auch hin vom letzten Quest, oder? Wir wollten das doch eh machen. Haus der Balladen. Ich weiß nur, was mir in meiner Jugend erzählt wurde.
dass König Wenzen und sein Hof der Zauber überaus heldenhaft waren. Meine Großmutter hat abends davon gesprochen, als sie auf meiner Bettkante saß. Soweit ich weiß, ist das Haus der Balladen nur ein Mythos. Aber ich habe dennoch das unbestimmte Gefühl, dass es existiert. Irgendwo da draußen im dichten Nebel der Feenlande. Könnte sein. Wo ist denn das Haus der Balladen? Es liegt östlich von hier in den Wiesen von Jolvan. Die Feenlande sind ein gefährlicher Ort. Es wimmelt dort vor Kreaturen, die so seltsam sind, dass ihr euch wie im Traum wähnt. Ja, aber dann haben wir mal was zu gucken. Lebt wohl. Lebt wohl. Was ist denn jetzt mit dir? Geht's dir wieder gut? Ach, die Arme. Mal ein bisschen ranzoomen hier. Die liegt irgendwie mit dem Kopf im Kissen drinne. Ja, gut, dann gehen wir mal. Und er passt auf? Ich glaube, er passt auf. Ich hoffe, wir haben dann alles mit ihm bequatscht. Hier ist noch ein Ausrufezeichen. Hallo. Hi. Ich soll hier noch mit ihm... Ach so, er hier. Müssen wir noch mal mit dem reden? Ich werbe Mitglieder für die Kriegsgeweihten an, Göre. Wenn ihr euch uns nicht anschließen wollt, verschwindet. Dann verschwinde ich. Also gut. Lass mich doch nicht Göre nennen. Tschüss. So. Dann gehen wir mal und schauen mal, ob wir der Feier helfen können. Bleibt in der Nähe des Dorfes. Ja. Und wenn nicht, kommst dann hinterher und beschützt mich? Oder muss ich mich wie immer alleine beschützen hier? Ich grüße euch. Ja gut, dann laufen wir mal los, machen hier wieder so einen Schlenker nach rechts und dann wieder geradeaus in unsere gewohnte Gegend. So langsam kämpfe ich mich ein. Oh ja, bevor ich es vergesse. Jedes Mal vergesse ich das, wenn ich aufnehme. Für den Fall, dass es wie jetzt in diesem Moment ruckelt hier. Es ruckelt bei mir überhaupt nicht. Also performancemäßig läuft es hier gerade super flüssig. Deswegen schraube ich ja schon die Grafik immer runter. Ich könnte das Ganze auch in 1080p spielen, aber dann wird es wahrscheinlich eher ruckeln. Zumindest, wenn ich dabei aufnehme. Und ich weiß nicht, das passiert wohl immer irgendwie beim Rendern und es tut mir total leid. Das ist mir einfach mal aufgefallen, wenn ich dann hinterher bei YouTube reinguckte. Ja, dass es hier gar nicht so schön flüssig läuft wie jetzt gerade. Und das verstehe ich leider nicht. Kann es nicht erklären. Es tut mir sehr leid. Aber da es, wie gesagt, jetzt gerade während ich aufnehme und beim Spielen super läuft, kann ich immer nur hoffen, dass das blöde Renderprogramm dann am Ende das ordentlich macht. So wie es eigentlich auch sein soll. Ach, dem müssen wir auch noch helfen. Oh Gott, der läuft da immer noch lang, der Arme. Ja. Ich glaube, ich sollte dann mal hier langlaufen. Auch wenn wir dann nochmal an ihm vorbei müssen. Gibt es Neuigkeiten? Nee, ich tut mir leid. Ich bin noch nicht so weit. So, wen haben wir denn da hinten? So, alle wieder erledigt. Ein paar Glutaugen noch mitgenommen und dann wollen wir mal weiter hier. Wir sollen ja Richtung Norden, also laufen wir auch mal Richtung Norden. Über diese geheimnisvolle Brücke, sieht sehr schön wie immer aus. Sieht wirklich schön hier aus mit dem Licht. Ja, muss ich direkt mal irgendwie einen Screenshot wieder machen. Ich brauche wieder welche. Ich brauche hier jeden Tag welche. Und in solchen Spielen mache ich natürlich besonders gerne welche. Neuer Ort entdeckt. Gorguath. Oh, aber Gorguath sieht schön aus. Hier würde ich auch gerne mal in echt hin. Hallo. Okay, laufen wir mal hier hin. Was haben wir hier? Schatzsack. Primitive Lederkapuze. Ich glaube, die ist nicht unbedingt besser als das, was wir haben. Ach so, ja, ich habe übrigens meine Ausrüstung auch nochmal gecheckt und war beim Schmied und habe das nochmal ein bisschen... das sieht toll aus.
echt super mega schön. So, stehen bleiben, Foto machen, weitergehen. Immer so ein paar Selfies hier zwischendurch machen. Ja, genau, war bei der Schmiede. Und ist jetzt alles wieder okay? Na? Oh, das war nicht gut. Da vielleicht? Na? Heute ein bisschen schwieriger als sonst. Ah, okay. Was kriegen wir? Stärkende Hammer, Schattenprisma, Skarabäensalz. Oh, keine Ahnung, ob uns das irgendwie nützlich sein wird. Haus der Balladen, da sind wir ja schon. Ich speichere mal vorsichtshalber ab. Ich weiß ja nicht, was hier auf uns zukommt. Man weiß ja nie, nicht, dass hier voll die Horde irgendwie und die voll sauer sind und sterben wir direkt. Das wollen wir ja nicht. Hallöle. Ich komme in Frieden. Haus der Balladen. Hui. Das ist doch mal toll. Hallo. Oh, cool. Oh, ich kann mich nicht satt sehen in solchen Spielen, ne? Ich liebe sowas. Aber mit dem können wir reden. Hey! Schluss jetzt, Sterbliche. Ihr gehört nicht zu unseresgleichen. Und der Sitz von Sir Zagrel wird niemals von jemand derart Weltlichem eingenommen werden. Halam der Weiße bereitet den Wettstreit vor und darf in dieser Zeit unserer größten Not nicht gestört werden. Okay, Galin, wer bist denn du überhaupt? Man kennt mich als den Knappen. Meine Pflicht ist es, den Kanzler des Hauses der Balladen bei all seinen Vorhaben zu unterstützen. Halam behandelt mich gut und es ist mir eine Ehre, ihm zu dienen. Okay, was ist denn mit Gorhard? Die Sterblichen in Gorhard glauben, sie hätten eine Ansiedlung errichtet, die Bestand hat. Aber das ist ein tragischer Irrtum. Diese Gebäude werden einstürzen und die Zahl der Gräber wird ansteigen. Man kann Bäume fällen und Ranken entfernen, aber der Wald wird zurückkehren und er wird die Spuren der Sterblichen nicht dulden. Genauso wenig wie die Feinde. Okay, wer ist denn Halam der Weiße? Der Geschichtenerzähler steht uns allen in der Erzählung der großen Lieder des Hofes des Sommers vor. Er leitet unser Haus und dient unseren prächtigen Rittern im Hof der Zauber. Und was ist mit dem Haus der Balladen? Das Haus der Balladen ist das Zuhause des Hofs der Zauber. Hier versammeln sich unsere Helden und trainieren, bevor sie die gewaltigen Taten begehen, die sie zu Legenden machen. Es gibt auf dem Gelände drei wichtige Bauwerke. Im Hof der Zauber selbst befindet sich die Sagenwand, die die denkwürdigsten Lieder unseres Kanons schildert. In der Halle der Schöpfung bieten die besten Handwerker der Feien ihre Dienste an. Und Ausbilder findet ihr im Sanktuarium des Sommers, in dem wir nach Erleuchtung suchen. Okay, übrigens, eine Feier wurde verletzt. Ihr sprecht ohne Zweifel von Illuvia, diese ungestüme Närrin. Ich habe ihr gesagt, sie soll eure Ansiedlung meiden, überhaupt ganz ohne Rat. Aber sie hat noch nie auf meine Warnungen gehört. Ich werde sie bei ihrer Rückkehr angemessen maßregeln. Es ist schlimm, sicher, aber nicht das erste unerwartete Ereignis in dieser Geschichte. Was ist vorgefallen? Ein Dörfler hat sie angegriffen. Wir haben sie vor Banditen gerettet. Wenn ich jetzt sage, ein Dörfler hat sie angegriffen, dann sind die bestimmt übel sauer auf Gorhard. Deswegen sage ich jetzt mal, die wurde von Banditen gerettet. Und so. Ja, mir ist die steigende Anzahl von Menschen in Dalentat schon aufgefallen. Es muss an diesem Krieg liegen. Ich verstehe das alles nicht. Ach ja, die Euren erwarten doch für eine gute Tat immer eine Art von Trophäe, richtig? Ein Schmuckstück oder so etwas. Vielleicht ein andermal. Seid bitte so nett und übermittelt den Einwohnern von Gorhard eine Botschaft. Wir wollen ihnen nichts Böses und sie haben nichts von uns zu befürchten. Okay. Hof der Zauber. Ach, hier gibt's ja noch mehr. Oh, das sehe ich immer gar nicht, dass ich hier noch weiter runtergehen kann. Nur die größten Helden des Sommers zählen zum Hof der Zauber. Wenzen, Belmaid, Farrara, Olain, Airmeer und Kret.
Ihr Ruhm vereint alle Feien in einer gemeinsamen Geschichte. Das ist eines der wenigen Dinge, die unsere Art miteinander teilt. Okay. Ich mag ihn irgendwie, Sir Sagrell. Er war einer unserer meistverehrten Ritter. Ein wahrer Schatz an Balladen. Ich ertrage es nicht, mir vorzustellen, dass er nun tot ist, jenseits des Meeres. Ein Krieger für unsere wilden Vettern im Hof des Winters. Okay. Was ist mit den Tuatha? Diese neue Rasse wahnsinniger Feien hat den Hof des Winters fest im Griff. Es kann nur einen Sommer und einen Winter geben. Wenn wir ein Gleichgewicht anstreben, kann es kein drittes Element geben. Was ist denn mit dem Hof des Winters? Ich habe ihn in früheren Zyklen nie gefürchtet. Er war unser Verbündeter, für uns ebenso wichtig wie der Herbst für den Winter. Doch die Tuatha haben das Gleichgewicht gestört. Es geht darum, einen freien Sitz im Haus der Balladen zu besetzen. Doch das ist keine Angelegenheit der Sterblichen. Wenn Hallam herausfindet, dass ich euch davon erzählt habe, könnte er dafür sorgen, dass ich von der Erzählung ausgeschlossen werde. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich mag ihn. Ich weiß gar nicht, was die haben. Darf ich denn jetzt hier einfach rumlaufen? Ich nehme mal an, ja, ne? Hört mir zu, ihr alle. Wie ihr bereits gehört haben werdet, ist es im Haus der Balladen zu einem freien Sitz gekommen. Es gab ein Ereignis. Was wollt ihr? Eine gewaltige Wendung in der Geschichte unserer Art. Welch Unverfrorenheit. Sir Sagrell ist gefallen. Sagrell, Bezwinger von Osigan, Verteidiger der Krone von Haxi, wurde besiegt. Ein Tod im Haus der Balladen eröffnet einem Helden die Möglichkeit, sich unter die größten Streiter in der Erzählung der Feien einzureihen. Olen, Kret, Wenzen, der Kühne. Okay. Habt ihr... Weltliche gehören nicht in die Häuser der Feien. Hat auch nur einer von euch den Mut, die Prüfung zu bestehen? Ja, ich. Wenn ja, werden eure Abenteuer bis in alle Ewigkeit in den Himmel gesungen. Ja, Dies betrifft euch nicht, Sterbliche. Warum denn nicht? Ihr würdet es, ihr könntet es nicht verstehen. Einer unserer meistverehrten Helden ist gefallen. Sir Sagrells Ableben bedroht seine Legende. Kein Sitz im Haus der Balladen darf leer bleiben, wenn die großen Geschichten nicht enden sollen. Und das darf niemals geschehen. Mhm. Was ist das Haus der Balladen? Was ist mit Sir Sagrell geschehen? Sir Sagrell, Bezwinger von Osigan, Herr der Morgennebel und Verteidiger der Krone von Haxi, war einer unserer meistverehrten Ritter. Seine Legenden haben Generationen überdauert. Er ist vor mehreren Tagen aufgebrochen, um gegen den Graborka, seinen berühmtesten, legendären Feind, in die Schlacht zu ziehen. Doch es gab einen Zwischenfall, eine Wendung in der Geschichte. In dieser Erzählung war es der Borka, der Sagrell besiegte. Einen derartigen Ausgang hat es noch nie gegeben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, ich kann das doch machen. Ich möchte seinen Platz einnehmen. Ihr seid kühn. Doch auf diese Art werden die Geschichten im Haus der Balladen nicht erzählt. Allein ein würdiger Feienheld kann seine Aufgabe erfüllen und seine Legende zu Ende schreiben. Doch dies sind seltsame Zeiten. Die Magie webt sich selbst in neue Muster und es gibt Veränderungen. Das Einzige, womit wir Feien keinerlei Erfahrung haben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch den anderen Anwärtern anschließen. Auch ihr könnt versuchen, den Graborka zu besiegen, Sagrells Ring zu bergen und seinen Sitz im Haus der Balladen
einzunehmen. Mhm. Jetzt können wir natürlich direkt fragen, wo ist denn der Graborka hier, der Mistkerl, der den anderen getötet hat? Oder wir fragen einfach mal nach den anderen Sachen, die hier stehen. Zum Beispiel vom Lied von Sir Sagrell. Es ist eine beliebte Geschichte über den angesehensten Schurken am Hof des Sommers. Eines Nachmittags wurde Sagrell, noch ganz schläfrig vom Wein und seinen Träumen von Frauen, durch ein schreckliches Brüllen geweckt. Die heimtückische Maid von Windermere, die Feindin des Hauses der Balladen, beschwor aus den Tiefen der Erde eine Bestie herauf. Sie wollte sie auf Wenzen persönlich hetzen. Als die Maid fort war, wagte sich Sagrell in den Bau der Bestie und tötete sie, nur um feststellen zu müssen, dass sie nur der erste vieler weiterer, noch tödlicherer Gegner war. Welch ein Lied. Klingt ja nicht nach einem tollen Lied, also nicht nach einem schönen Lied. Hallam der Weiße. Ich bin Hallam der Weiße, Sucher des Steins von Fahl, Baron des Schwemmwaldes, Bezwinger von Argot dem Mächtigen und Kammerherr des Hauses der Balladen. Viele im Haus der Balladen nennen mich den Geschichtenerzähler, denn ich wache über die Wissenssammlung des Hofes des Sommers. Ja, dass du gut Geschichten erzählen kannst, das merke ich daran, dass ich schon wieder gehen muss. Entschuldigung, aber der macht immer so Pausen beim Reden. Hof des Sommers. Wir sind die Soldaten des Sommers, die Hüter des Frühlingslichts. Während unsere Vettern im Hof des Winters die Verdunklung des Himmels feiern, jubilieren wir in der Morgendämmerung. Aber unser Kreislauf verändert sich. Alle haben die Feuer auf dem Meer, die Monster im Osten und das Flüstern auf den Lippen bemerkt. Der Hof des Sommers schwindet dahin. Ist das so? Und was ist mit dem Hof des Winters? Viele Zyklen lang regierte der Hof des Winters Seite an Seite mit uns als Verbündeter. Ohne den kalten Verfall des Herbstes gibt es keinen Frühling und ohne Schnee auch keinen strahlenden Sommer. Doch obwohl unsere Macht schwindet, nimmt die seine auf geheimnisvolle Weise zu. Ihr habt es sicherlich bereits gespürt. Wo ist der Graborka denn? Weil das ganze Gerede bringt uns ja jetzt auch nicht weiter. Der Bau des Borka liegt östlich dieses großen Hauses in der Höhle von Gorguat. In der Nacht, nach Einbruch der Dunkelheit, kann man seinen unruhigen Schlaf hören. Die Schreie sind beunruhigend. Okay. Nun geht. Wir werden uns... Macht das Lied zu eurem eigenen. Ja, das mache ich. Ist es geschafft? Nee, Hallam ist noch nicht geschafft, aber... Was? Dann können wir hier jetzt rein? Können wir aufschließen? Hof der Zauber machen wir aber nicht. Das, da warten wir nochmal ab. Vielleicht können wir ja hier die nochmal... Guck mal hier, wie die... Die meditieren hier so vor sich hin, während ich hier so voll einfach drüber hinweglaufe. Ja, jetzt können wir hier mit allen reden, aber die meditieren ja gerade ganz in Ruhe. Dann wollen wir die mal nicht stören. Da wollen wir auch nicht lang. Der Quest wurde aktualisiert. Ich weiß gar nicht, wo es hier... Halle der Schöpfung, da können wir auch einfach rein. Okay, dann gehen wir da einfach mal rein. Schauen wir mal eben, bevor der Part endet, hier so ein bisschen rein. Mega schön. Schnüffelt woanders herum, Staubling. Bin kein Staubling. Ich bin Alexis. Willkommen im Sanktuarium des Sommers, wieder so nett, wo die ne? Saat des Wissens ausgesät und gehegt wird. Wie ich sehe, seid ihr eine Fremde und eine Sterbliche. Ich bin Gren und ich besitze die Wärme des Heilers. Habt ihr Bedarf an meinen Diensten? Wurdet ihr während eures sterblichen Krieges verwundet? Wenn ihr alle so toll und unsterblich seid und so, warum habt ihr denn dann überhaupt Heilzauber? Green, der Heiler. Bei unserer Art ist Heilung einfach eine Bitte an unseren Körper, sich selbst wiederherzustellen. Für jemanden wie euch ist es komplizierter.
Ich weiß nicht, wie ihr so lange durchhalten konntet. Okay, meine Frage hat sich dadurch beantwortet. Ich tue, was ich kann, doch viel zu häufig ist es nicht genug. Ich habe von den sterbenden Völkern viel gelernt. Das Leben ist kostbar. Unsere Art vergisst das zu oft. Hof der Zauber. Wir alle im Haus der Baladen leben, um Wenzen und dem Hof zu dienen. Sie sind die Herren und Herrinnen der Tradition, die Verkörperungen des Ruhms der Feien. Ohne sie sind wir nichts. Und was mit dem Kristallkrieg? Wenn ihr mich fragt, sollte unsere Art nach Osten gehen, um den Alpha zu helfen. Wir sind nun Teil einer größeren Welt. Die Erzählung hat sich verändert. Wir können das, was ihr die Zukunft nennt, nicht einfach ignorieren. Ja, sehe ich auch so. So, jetzt kann ich hier Heilung machen. Was kriege ich dann? Ach so, dann muss ich das natürlich bezahlen oder wie? Die Genesung reinigt deinen Körper und befreit dich von jeglichen Krankheiten, unter denen du leidest. Sie macht dich außerdem eine gewisse Zeit lang immun gegen sämtliche Krankheiten. Flüche aufheben. Okay, und uns heilen einfach lassen. Nicht schlecht, aber wir haben ja unsere Heiltränke, deswegen sage ich erstmal Ade und Ade bis zum nächsten Part. Mal schauen, was er da hinten überhaupt dann macht. Und was hier noch so ist, ist jetzt auf jeden Fall bisher richtig cool. Das Haus der Balladen gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich suche mir hier eine Wohnung, ziehe ein und werd glücklich. Bis dann!